Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Rumble in the Jungle Box von Ali Boumaier. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Rumble in the Jungle von Ali Boumaier, das Ganze 2016 erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. So sieht die aus, ist eine recht große Box, in Rot und Weiß gehalten, und wir haben hier über die eigentliche Box noch einen Pappschuber. Wir haben hier den Pappschuber in Weiß, dann haben wir hier in Rot Ali Boumaier abgebildet, also erinnert natürlich sehr stark an den Jumpman von Jordan. Und in diesem Fall hier Ali mit seiner unwiderstehlichen Wampe, hier noch einem Mikro und rechts einem Burger. Aber man erkennt ihn doch ganz klar. Rechts ist das Ganze in Weiß, links ebenso, und auf der Rückseite haben wir dann hier einen Barcode und die Credits zum Album. So sieht das aus, von unten und von oben rot. Also wie gesagt, die eigentliche Box ist rot. Wir werden den Pappschuber mal abnehmen. Jawohl. Und jetzt kommt die eigentliche Box zum Vorschein. Die ist gesplittet, also besteht hier aus rechter und linker Hälfte. Ja, in Rot, und dann haben wir hier in Weiß diesen springenden, diesen Jump Ali, sage ich jetzt mal, drauf. Und das Ganze lässt sich dann natürlich hier mittig öffnen. Einmal, zweimal, dann packen wir auch das zur Seite. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Album an sich. So sieht es aus. Dann haben wir hier einen Schaumstoffboden, also so eine Etage, und hier so eine kleine schwarze Lasche. Damit lässt sich diese Zwischenetage hier rausheben und wir kommen zum Untergeschoss. Einmal eine Cap, dann haben wir hier einen Infoflyer, ein Poster höchstwahrscheinlich und eine Autogrammkarte. Von innen die Box weiß, beziehungsweise oben am Rand auch noch rot. Dann packen wir die Etage mal wieder rein und machen die Box wieder zusammen. Einmal und zweimal. So. Gut. In Folie ist hier, soweit ich sehen kann, nichts. Wir starten direkt mit dem Album an sich. Rumble in the Jungle, Ali Boumaier. Es ist das zweite Soloalbum von Ali Boumaier. Der Albumtitel, der bezieht sich auf den legendären Boxkampf zwischen George Foreman und Muhammad Ali. Und die haben damals in Kinshasa gegeneinander gekämpft, geboxt. Und dieser Kampf wurde eben bekannt oder damals genannt Rumble in the Jungle. So, das Ganze ist in einem Super Jewel Case untergebracht. Hier lesen wir auch nochmal Ali Boumaier Rumble in the Jungle. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, 16 Stück an der Zahl. Wir haben hier Features von Bushido und Shindy, Kurdo und Shindy. Und dann haben wir hier auch wieder Credits und Barcode. Dann werfen wir mal einen Blick hinein. So. Zuallererst geht's wie immer ans Booklet. Wir haben hier den Interpreten abgebildet in einem roten Hoodie der Marke Champion. Dann haben wir hier die Infos zu den einzelnen Tracks, also wer hat produziert und wer hat geschrieben. Das alles kann man hier nachlesen, natürlich auch wer wurde gefeatured. Also rot und weiß hier auch im Booklet die bestimmenden Farben. Dann immer wieder Fotos von Ali mit dabei. Dann hier diese Doppelseite. Weiteres Foto, weitere Tracks. Und zum Abschluss gibt es dann noch die Credits zum Album. Und einmal Ali, selten aber doch, zeigt er die Zähne. Jawohl, gut, hier auch wieder
der springende Ali. Und dann kommen wir zur CD. Die sieht so aus, auch wieder in Rot und Weiß. Und auf der Rückseite haben wir dann noch eine weitere CD. Und hier haben wir dann die Instrumentals zum Album. Also diese 16 Tracks. Hier dann nochmal in der Instrumentalvariante. Und hier nochmal der Jumpman. Gut, das war's zum Album. Dann haben wir mit dabei eine Autogrammkarte im Hochformat. Hier wieder ein Foto von Ali. Und ja, die ist nicht unterschrieben. Schade. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tourdaten zur Classic Tour von Bushido und Shindy, die 2016 stattgefunden hat. Hier haben wir die Tourdates. Das Ganze ist im Hochformat. Ein Flyer zum King Bushido Shop ist auch mit dabei. Neue Kollektion, also die Classic Kollektion. Und natürlich hat auch Ali eigene Shirts, die man hier sehen kann. Ein Poster ist ebenfalls mit dabei. So, hier haben wir dann nochmal das Albumcover drauf. Also, hier lesen wir wieder den Namen, zuoberst den Namen des Interpreten und dann hier wieder den Albumtitel inklusive diesem Jumpman. Und auf der Rückseite haben wir dann das Poster zur Classic Tour. Ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich jetzt schon irgendwie verwunderlich. Und ich kann mich echt nicht erinnern, weil ich sowas schon mal gesehen habe, dass in der Box eines Künstlers auf dem Poster ein Tourposter oder generell ein Poster von anderen Rappern drauf ist. Ich meine, ist klar, Bushido ist der Label-Boss und Shindy ist der Label-Kollege von Ali. Aber das finde ich trotzdem irgendwie etwas merkwürdig, dass die hier auf dem Poster drauf sind und nicht Ali auf beiden Seiten. Aber ja, hier auch wieder die Tourdates mit drauf. Dann packen wir das wieder zusammen. Also, wie gezeigt, im Hochformat und beidseitig bedruckt. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier eine Cap mit dabei. Die ist in schwarz gehalten. Hier haben wir dann wieder das Logo hier in Rot und Weiß. Dann noch hier einen Sticker. The Classics Snapback Yupong since 1974. Okay. Rundum alles in schwarz gehalten. Hier ist nichts mehr aufgestickt oder irgendwie mit drauf. Dann haben wir noch ein Zettelchen. Was haben wir hier? The Classics. Okay, Authentic. Einen Barcode. Okay. So sieht die dann von innen aus. Also der Schirm ist auf der Unterseite grün eingefärbt. Von innen dann schwarz und weiß. Und auch hier lesen wir dann wieder The Classics. Und das Ganze ist 80% Acryl und 20% Wolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Und dann haben wir hier noch ein Zettelchen eingenäht. Hier steht auch nochmal Made in Bangladesch, das Material zusätzlich. Und hier ist eben dann auch noch beschrieben, wie man das Ganze am besten wäscht oder reinigt. Ja, wie üblicherweise bei Snapbacks haben wir hier hinten dann die Möglichkeit, das Ganze in der Größe zu verstellen. Bedeutet, ihr könnt es dann natürlich an euren Kopf, an eure Größe anpassen. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal die eben gezeigte Snapback Cap, dann das Poster beidseitig bedruckt, beide Seiten im Hochformat. Dann haben wir die Autogrammkarte im Hochformat, die allerdings nicht unterschrieben ist. So wie natürlich das Album an sich mit insgesamt 16 Tracks und 5 Features in diesem Super Jewel Case. Jawohl. So. Das alles in dieser wunderbaren Box. Packen wir mal kurz den Pappschuber drauf, dass es auch alles seine Richtigkeit hat. So. Jawohl.
Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Ali Boumaier unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.